Im Nachhinein ist natürlich wichtig, dass die Patienten erstmal Urlaub haben, dass sie sich wirklich richtig schonen. Ich sage immer, also mein Standardsatz ist, sie sollen nicht viel mehr machen als lesen, Fernsehen und spazieren gehen. Alle körperliche Anstrengung ist erstmal verboten, dass auch je nachdem, was gemacht wird, auf der Arbeit oder auch im Haushalt, muss man halt auch entsprechend vorplanen und sich entsprechend dann auch Hilfe holen. Die Patienten tragen in der Regel mindestens 6 Wochen einen sogenannten Kompressions-BH, der meistens auch der einzige Verband ist. Manchmal sind Pflaster notwendig, je nachdem, was für eine OP das genau ist, die gemacht wurde. Manchmal müssen die Patienten auch eigenständig kleine Verbände machen, wenn zum Beispiel die Brustwarzen gestrafft wurden. Die sind aber relativ simpel, also das kriegt jeder mit einer vernünftigen Anleitung durch mich natürlich gut hin. Wichtig ist vielleicht auch nochmal, wenn irgendwas auffällig sein sollte, wenn starke Schmerzen da sind, wenn eine Rötung an der Brust vorhanden ist, sollten sich die Patienten natürlich sofort bei uns melden und einen Termin vereinbaren. Für viele Patienten ist natürlich auch das Thema Sport ein ganz wichtiger Faktor. Viele Patientinnen können auch auf Sport nach eigenen Angaben gar nicht verzichten. Meine Empfehlung ist bei einer Brustvergrößerung, dass man insgesamt für 3 Monate komplett auf Sport verzichtet, damit das Implantat wirklich erstmal in Ruhe einheilen kann, um dann auf Dauer keine größeren Probleme zu bekommen. Bei einer reinen Bruststraffung reichen vielleicht 6 bis 8 Wochen, aber das ist auch immer so ein bisschen eine individuelle Entscheidung, die wir auch mit dem Patienten zusammen besprechen.